Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil Village. Und ja, wir machen uns weiter. Wir sind immer noch in der Fabrik von Heisenberg und wie man sieht, habe ich gar nichts mehr. An Munition habe ich eigentlich auch nichts mehr. Ich bin eigentlich sowas von blank mit Munition. Ich habe noch eine Waffe hier und das war's. Also, ich hoffe, dass wir ein bisschen was finden, weil sonst schaffen wir es auf jeden Fall nicht hier durch. Ich glaube, kaufen Soll können wir gar nicht mehr bei ihm. Soll ich etwas für dich auswählen? Oder? Ein paar Waren? Ich glaube, so richtig coole Sachen kann ich hier nicht mehr kaufen bei ihm. Nein. Ein paar Rohbomben vielleicht. Weißt du was, die nehmen wir auch mit. Ja, das kann man noch mitnehmen. Ich kaufe glaube ich auch das hier, was ich jetzt herstellen kann. Und das auch. So. Ich nehme mal lieber sicherheitshalber noch eine Rohbombe mit. Und noch so ein Ding. So, dann werden wir die Arschwiege gekauft. Problem ist bloß, bis nächstes Mal. Hab natürlich überhaupt kein, hab eigentlich gar nichts Richtiges. Aber wir werden, nichtsdestotrotz, werden wir es natürlich trotzdem mal. Guck mal, mein Leben ist auch schon fast so runter. Aber wir werden es trotzdem irgendwie bestimmt hinkriegen. So, gehen wir mal hier untersuchen. So, hier haben wir gestern aufgehört. Und genau hier machen wir weiter. Ist natürlich blöd, wenn jetzt Gegner kommen. Vor mir. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ein bisschen. Ist natürlich blöd, dass ich wirklich gar nichts kann hier. Aber. Jetzt schon ein bisschen was sammeln. Ich muss ein bisschen. Sonst muss ich mit dem Messer durchschnetzeln. Das kriegen wir auch hin mit dem Messer. Guck mal, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal unser Leben wiederherstellen, glaube ich. Da. Das ist doch schon mal gut. Das Rest findet sich. So, da heilen wir uns auch gleich. Oh, hier geht's auch längs. Okay. Ach, mein Gott. Ganz ehrlich, mit so wenig Muni kann man eigentlich gar nicht schaffen. Kann man hier noch rein? Ist hier noch weiter? Ne, hier geht's nicht weiter. Hier ist einfach zu Ende. Dead End. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Oh. So blöd, ey. Guck mal, wie viel Munition ich hier bei der Pilze kack. Da hinten bauen die auch weiter. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Ah. Warte mal. Vielleicht gehen wir doch mal da rein, weil da sind vielleicht nur ein, zwei Gegner, aber vielleicht können die uns ja. Genau, Ziel ist ja. Keine Munition verschwenden. Oh! Danke. Das ist natürlich ärgerlich hier mit meinem. Aber hier gibt es bestimmt was, ne? Ja, guck mal. Das einsammeln. Lanze. Schießpulver. So, können wir schon irgendwas herstellen? Können wir Munition herstellen oder die Munition? Das ist die Frage, was wir herstellen wollen, ne? Erstmal das. Das stellen wir auch nochmal kurz her. Gut. Jetzt weiter. Das ist natürlich echt doof. Ich jammer hier auf großem Niveau. Der hohen Niveau, aber es ist wirklich so. Es ist. Also auch noch einer. Ich könnte natürlich einmal kurz. Ein Messer benutzen und versuchen von hinten hier näher zu metzeln. Ah. Oh, zwei. Okay.
Okay, das war dumm. Gut, gar nicht. Echt wieder so viel verballert hier wieder. Das ist echt beschissen. Also ich habe in den letzten Leveln zu viel verbraten. Das ist leider so. Nur gut. Können wir die ändern? Darf nicht so viel jammern hier. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Na gut. Gehen wir runter. Ja. Darf ein paar weniger Zombies sein, dann würde ich mich besser fühlen. Hier ist nichts, was ich einsammeln kann. Nee, dann gehen wir erstmal hier runter. Okay, das sollten wir vielleicht in die Luft sprengen, weil da sind Sachen. Das machen wir auch. Hofft zwar nicht, dass dann viele Gegner kommen, aber dann ist das so. Dann haben wir einen einzelnen hier liegen. Da. Okay, das war jetzt nicht so coole Sache. Das könnten wir bauen, mal hier Brandmunition. Machen wir einfach mal. Mal die gleiche reinsetzen. Okay. Und dann, einmal heilen. Und weiter geht's mit 25 Schuss. Wenn jetzt noch ein großer Gegner kommt, dann sind wir ein bisschen gearscht, glaube ich. Aber egal, wir machen einfach mal weiter. Hier fällt noch nur Schrott runter. Da hinten ist eine Kiste, holen wir uns mal. Metallreste, okay. Ich glaube, hier können wir uns ein bisschen ein. Oh, Scharfschützenmunition, das ist auch nicht schlecht. Nachladen. Aber vielleicht können wir uns hier so ein bisschen ausrüsten. Das ist natürlich nicht verkehrt. Machen wir es glatt mal. Ich kann natürlich auch viel runter, aber da ist nichts. Aber wir gehen mal hier hoch. Ach, wollte mich verarschen. Noch mehr? Okay. Oh. Okay, das ist so gut. Oh. Oh, warte mal, nimm es anders regeln. Oh. Ich muss leider so killen. Ach man, warte mal, legen wir mal die Spätmine hier hin. Oh, das ist doch echt blöd, hey. Das ist so blöd, ohne Munition rumzulaufen. Oh Gott, ich muss immer nicht mehr finden hier.
Okay, wir haben auch wieder ein Leben. Na gut. Gut, wo ist das? Wir nicht jammern, weitermachen. Wir haben schon noch ein fettes Lager finden, wo wir uns richtig voll heizen können mit Munition und alles, was dazu gehört. Ich ärgere mich gerade, als ich die Munition bei dem verballert habe. Ja, muss ich leider machen. Jetzt sterben wir hier noch. Ich muss es irgendwie anhalten. Aber wie? Kann ich die gerne kaputt machen? Oh, ich habe doch auch keinen Schuss mehr. Ist auch ein bisschen blöd. Gucken wir mal. Okay, okay, so geht's auch. Ich muss schon runtergehen für, das kann ich nicht. Scheiße! Echt? Munition, ey! Ich hab alles verballert, was es zu verballern gibt! Geht das eigentlich gleich wieder an hier? Ich bin aber gearscht. Mehr ist jetzt oben nicht, ne? Ja, okay. Noch ein Röhrchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Modellverbesserung, Modell Sodal Jet. Hab ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatenmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Habe eine Schutz. Hülle aus Aluminiumlegierung an den Soldaten angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwehr standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Ach Mist. Nicht cool. Okay, Karte der Fabrik. Ja. Halt hier, können wir da irgendwo hin? Machen wir mal. Mal, wo wir da hinkommen. Okay, also. Müssen irgendwie brauchen wir ein bisschen Munition. Das ist schon mal gut. Schießpulver. Kugel. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Bestimmt für das nächste Rätsel. Kann man sich hier durchsprengen? Nee, man kann nur durchgucken. Okay, ist hier mehr? Nö, wahrscheinlich. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Munition, das ist schon mal gut. Immerhin, immerhin. Das andere wäre jetzt auch echt fatal. Weiter geht's. 4 Schuss, okay. Mal kurz nachladen. Wir sind Glück gehabt, würde ich sagen. Shit, das war knapp. Naja, warte mal ab. Sind wir hier unten gelandet, was natürlich blöd ist. Gehen wir kurz in die Richtung, gucken, ob da hinten was ist. Dann gehen wir gleich da weiter. Also erstmal.
Muss hier mal irgendwas ändern hier. Muss sie kurz mal ausrüsten. Hä? Na, endlich. Die kann ich nicht. Lass mal alles mit, was hier liegt. Können wir was bauen? Können wir ein bisschen Schutz bauen? Davon können wir auch, Scharfschutzmunition können wir auch bauen. Boah, ist gar nicht so schlecht, ne? Na, guck mal. Sobald gebaut hast, habe ich nichts mehr, ne? Okay. Muss echt mehr Materialien finden. Gut, dann gehen wir erstmal in die Richtung weiter und schauen mal, ob wir da, ja, hinkommen, wo wir hinwollen. Kann ich gar nichts sehen. Kann ich da einfach runterspringen? Oder müssen wir hier links gehen? Okay. Gut. Was kann das Ding machen? Oh Quatsch, eine kleine Öffnung drin. Müssen wir doch auch alle gerade sehr, sehr unterschätzt haben, der ganze Typ da. Ich muss auch denken, ich meine, wir haben sie alle hier. Wir sind so ein bisschen wie Bruce Willis und Stirb langsam. Also wir schaffen alles. Überhaupt keine Chance. Nicht den Knopf drücken. Jetzt den Knopf drücken. Hoch geht's. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge. Ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Muss man sein, da ist nichts drin. Wollt ihr mich verarschen? Oh, danke. Versuch's doch. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwas nochmal wieder machen. Oh, hier noch was. Schrotflintenmunition haben wir auch. Okay, pass mal auf, dann wechseln wir nochmal die Schrotflinte wieder hin. Nachladen. Langsam kriegen wir ein bisschen Munition wieder. Dann haben wir 4. Oben haben wir so viel. Halt. Ah, schon die volle Schusszahl haben. Okay. Da ist das Gitter. Warte mal. Kann ich das mit dem Messer auch machen? Würde mich freuen. Zack, noch mehr Munition. Okay. Wie haben wir jetzt davon? Das ist nicht schlecht. Also es könnte gut sein, dass da irgendwas Bossmäßiges kommt und wir den damit ein bisschen einheizen können. Oh, wir müssen jetzt mal durchgehen. Ammo kann man bestimmt nochmal speichern. Vielleicht. Oder auch nicht. Ja, was bauen konnte ich nicht mehr, ne? Ah, das hier. Das machen wir vielleicht nochmal. Müssen wir machen. Hm. Schon recht spannend hier drin, muss man sagen. Es geht noch weiter. Ja. Wir waren gerade eben B3, also wir müssen ja noch B4, oder nicht? Aber ich glaube, hier ist der Fahrstuhl von dem Heini, oder nicht? Ist nicht Dings hier? Wie heißt der? Wie heißt denn der nochmal? Der Duke. Ist jetzt der Duke nicht hier drin? Ich glaube schon. Das speichern wir kurz mal. Und dann geht's weiter in der Fabrik. Hier ist nochmal die Karte. Und genau sehen, sind B1 sind wir schon, okay. Ja, du faule Sau. Speichern kurz. Hat er irgendwas Neues für uns? Willkommen. Bestimmt nicht, ne? Aber vielleicht kauft er was an hier. Style-Fragmente. Vivianit. Ein Stück Grüne, wertvoll, okay. Auch wertvoll. 1, 2. Aber mehr haben wir nicht. Wir verkaufen das Ganze mal. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Also ich würde ganz gerne hier unten Dukes Feinkost irgendwas machen. Mir fehlen bloß ein paar Sachen, wie man sieht. Guck mal, mir fehlt Geflügel.
Okay, können wir nicht. Was haben wir noch da so? Aber nichts, was wir machen können. Ne? Fisch fehlt uns ganz viel. Wild, saftiges. Hier, das hätten wir. Da fehlt uns erlesenes Wild noch. Und hier fehlt uns Fisch und feinster Fisch. Okay, jetzt müssen wir noch versuchen die zu bekommen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Also man kann hier schon ein paar Sachen kaufen, aber wir sparen jetzt mal ein bisschen. Oh, warte mal. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Hey, wir haben doch gar nichts gemacht. So, Duke, ich muss einmal kurz mit dir reden. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ich kaufe mal von dir diese hier nochmal. So. Einen davon kaufe ich zumindest. Hals- und Beinbruch. Ja, warte mal, ich speichere nochmal vor, bevor ich losgehe. Dann können wir direkt da weitermachen. Los geht's. So, jetzt müssen wir schon sparsam sein mit unserer Munition. Ah, okay, wir müssen runter. Und wir müssen runter und dieses Ding machen hier, Quatsch, hier das Ding. Und die Schlüssel machen, ne? Das machen wir jetzt mal. Geht ja nicht anders. Super. So, andere Seite natürlich. Mal kurz mal gucken, wo das war. Die Karte habe ich ja hier. Kann ich auch nicht erzählen, wo es war. Sieht man ja auch leider nicht. Ich meine, das war hier unten irgendwo, oder? Ich mal gucken. Gegner dürften hier nicht mehr sein. Nee, von da. Bin von da nicht gekommen. Ja, von da sind wir gekommen. Also müssen wir hier weitergehen. War das Beef? Oder war es im anderen? Weiß nicht mehr, wo das war. Das war ja irgendwo, wo wir das brennen konnten. Wo kann das gewesen sein? Warte mal. Das ist der Duke da. Da ist der eine Schatz. Maschinenraum. Guck mal nach oben. War das da oben irgendwie? Gießerei, da müssen wir hin. Gießanlage. Müssen wir einen hoch? Okay, wie kommen wir denn einen hoch hier? Und wir müssen einen hochfahren und dann einen runtergehen. Das können wir natürlich auch machen. Geht ja auch. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, hier längs zu gehen. Oh. Wo bin ich jetzt hier? Ja, nicht mal in der Nähe von der Gießerei. Hä? Warte mal, kann ich... Ich muss kurz gucken, warte mal, ich bin hier. Ja, und ich kann auch schon noch einen runtergehen. Aber wie? Da ist die Gießerei. Ah, okay. Wir müssen doch. Ah, okay. Also müssen wir doch in die andere Etage fahren und von da aus weitergehen irgendwie. Wird uns nichts. Gut, fangen wir also mal. Ja, ein bisschen hin und her, ne? Aber man muss sich auch wieder zurechtfinden. Okay, wir müssen da durch. Machen wir jetzt einfach. Ziemlich dunkel. Thank you.
irgendwas aus? Und hier überall Gegner. Hier bin ich auf jeden Fall verkehrt. Oder? Na, hier bin ich auf jeden Fall verkehrt. Ich geh zurück. Okay. Der geht mir auf den. Der geht mir auf den Keks. Dran. Genau mit. Gibt immer noch Sachen, ne? Da kann man sich nicht mitnehmen. Das ist die Gießerei. Wie komme ich denn da? Ich muss einmal an ihm vorbei, glaube ich. Und wieder hochkommen. Ich will ihn nicht töten, weil das einfach nur nervt. Obwohl, warte mal. Kann man die immer so ein bisschen killen, ne? Jetzt finden wir doch auch diese blöde Gießerei wieder. Das nervt mich gerade total, dass ich die Gießerei nicht finde. Okay. Jetzt bin ich hier, aber ich muss ja da. Hey, wie komme ich denn da hin? Liebe Leute. Also wie komme ich jetzt da hin? Ich bin da. Ich muss da hin. Ich muss jetzt verlaufen hier. Ich muss da irgendwo wieder nach oben kommen. Was ist denn? Quatsch, nach oben. Nach unten. Na gut. Nochmal. Aber selbst wenn ich hier hinkomme, komme ich ja nicht da rein, wo ich hin will. Auch wieder verkehrt, mal jetzt im Kopf. Hier geht's auch runter. Da komme ich ja auch zum Duke hin. Was wollen wir nicht mehr so dahin? Ah! Ich verstehe das gerade nicht. Mann! Ich verstehe das nicht. Weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Ah, ich bin im Richtigen. Okay, endlich. Geh mir auf den Sack. Ja.
So. Jetzt aber. Also. Ob das keiner kommt jetzt hier, das würde mich total nerven. Muss ein bisschen schneller gehen. Oh ja, jetzt schmilzt er. Wir hätten noch irgendwas, ne? Mal gucken, ob wir noch irgendwas haben. Ne? So, jetzt haben wir den Halten schon mit dem Schlüssel, mit dem Pferd drauf, das ist gut. Warte mal. Kugel, das machen wir nochmal. Keine Ahnung, wofür das ist, aber. Dass wir endlich vier Kugeln haben, vielleicht. Ach, das ist die Kugel für. Ah, für so ein Teil. Okay, wir müssen nur ganz kurz gucken. Wir haben ja das Pferd auch anderes gesehen. Guck mal, hier unten zum Beispiel. Da können wir auf den Heisenbergs Unterkunft. Da können wir rein. Da links. Ob wir das gut finden oder nicht, interessiert mich auch nicht. Den Dietrich mal kurz benutzen, vielleicht gehen wir noch was raus, was schön ist. Magnum Munition, perfekt. Da hinten ist so ein Assi-Viech, was macht denn jetzt? Wir können es ja aufschließen. Mit Heisenbeck-Schlüssel. Auf. Oh, warte. So. Hier ist Heisenbergs Unterkunft. Ah, das sieht doch schon schön aus hier. Beste. Ja. Schön viel Schrott und Schießpulver, perfekt. Machen wir gleich auf. Okay, was ist denn hier wohl drin? Mechanisches Teil, eine Welle. Okay, brauchen wir vielleicht für irgendwas? Gut, also wir können hier irgendwie, was ist das da hinten dann noch? Ein Schalter. Also irgendwie können wir hier im Operationssaal nicht richtig rein. Wie ich gerade sehe. Warum auch immer. Gucken wir mal. Es gab ja noch einen Pferdeschlüssel. Irgendwie war nicht runter. Es gab ja noch ein. Ups, da war noch irgendwas. Ja, jetzt bin ich der Schublade. Es gab doch noch so einen Pferdeschlüssel, also so eine Tür für den Pferdeschlüssel. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den finden. Ist es hier längst gelegt? Also Operationssaal kommen wir irgendwie nicht rein hier. Sieht aber nicht danach aus, oder? Hier dahinter gibt es da keinen Weg hin. Hätte mich jetzt irgendwie. Macht mich jetzt ein bisschen traurig, dass da nicht reinkommen. Weil da verbindet ja auch irgendwas hier, wie man sieht, ne? Ach, jetzt. Ach, hier waren wir noch gar nicht drin, stimmt. Jetzt können wir da rein. Ja,
Ja, ich. Langsam mag ich's hier. Dietrich? Da sind ganz schön viele große Leute drin, ne? Die Musik ist auch nicht so vielversprechend. Warte mal. Oh, hier! Warte mal. War hier irgendwas? Kleines Rohrbümchen. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Na gut. Egal. Ah, ärgerlich trotzdem. Weil die anderen wahrscheinlich auch runterkommen werden gleich. Hab ich irgendwie ein Gefühl. Ich war bestimmt nicht der Einzige da. Obwohl, naja. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Langer Lauf, Wolfsbane. Das ist mein 18. Versuch. Oh. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Warte mal kurz, bevor wir es weiter anhören. Sieht schon geil aus. Viel betrunken in einem Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Vielleicht gibt er uns einen Tipp gleich. Mal kurz zuhören. Ausgezeichnet. Cadeau haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Natürlich war es das. Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Mein Mund ist klar. Ja. Ja! Großartig! Meine Kreation. Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll Ende. Ich renne hier raus, weil ich Angst habe, dass hier irgendeiner von denen aufwacht. Aber anscheinend wacht keiner von denen auf. Gut. Haben wir, jetzt müssen wir nach oben wieder. Und müssen wir nach oben? Bin ich falsch gelaufen? Ach, hier. Warte. Müssen wir nach oben wieder? Und zu der anderen Tür mit dem Holzschlüssel, mit dem Pferdeschlüssel? Denke ich mal. Oder? Macht doch Sinn. Okay, den haben wir so ein bisschen erlegt. Können wir nicht noch so ein Shit bauen hier? Will ich aber gar nicht daraus bauen. Oh. Oh.
Okay. Blöder Affe. Perfektes kristallines Herz. Nicht die Munition verballern, das ist wichtig. Ach, ich weiß auch, ich habe keine Ahnung mehr, wo es längs geht. Irgendwie sind wir so ein bisschen blind hier, aber ich glaube, es ist schon richtig. Wir sind hier durch. Mal da hängen. Falsch gelaufen? Ach, da ist er. Okay. Kommt noch so ein Hiopai? Ach Mann, ey. Okay. Okay, warte mal. Müssen wir vielleicht hier. Die wollen ja auch, dass man die ganze Munition verballert hier. Die wollen es ja auch, ne? Die Spacken, ey. Na gut. Müssen aufpassen, dass wir die jetzt auf jeden Fall nicht mehr verschießen. Das ist wichtig, dass wir die auf jeden Fall noch übrig haben. Findet leider auch nichts mehr. Sonst hätte ich gesagt, okay, ist mir egal. Aber ich finde ja nichts mehr. So. Hallöchen. Du möchtest etwas kaufen? Ja, ich möchte auch was verkaufen vielleicht, wenn das geht. So. 1, 3, 2. Das sollte reichen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Erweiterte Trommel für die Wolfsbane. 100.000 ist mir das echt nicht wert. Nee. Nee, ich muss kurz warten, Typ. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir noch eine Etage höher kommen. War das nicht da? Ich muss auch mal kurz auf die Karte gucken. Da ist das. UG1. In die Richtung fahren. Mann, also langsam merke ich, mag ich dieses blöde Berg nicht mehr. Ich finde es irgendwie verletzend eigentlich. Also es ist für mich auch nicht die schönste, ist für mich leider nicht die schönste, Umgebung. Ich fand die andere Umgebung cooler, aber egal. So, hier kommen wir jetzt rein mit unserem coolen Key. Yes, kurz was trinken. Mit der Coke. Entriegelt, ne? Bist echt eine harte Nuss. Ich weiß. Aber genug geplaudert. Zeit für. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktoroutput zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fort, wenn vorwärts und unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp als fertig gebracht, sich am Propeller seiner eigenen Arme abzusägen. Außer Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit auf ganzer Linie Misserfolg. Deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Ah, das kann gut sein. Okay. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen was sammeln.
Der Propellermann kommt bestimmt gleich, den müssen wir noch ein bisschen killen. Aber der überhitzt irgendwann, das heißt, vielleicht müssen wir gar nicht auf ihn schießen, ihn einfach nur laufen lassen die ganze Zeit. Könnte ja auch gut sein. Wäre auf jeden Fall super. So, wir haben nochmal alles eingesammelt. Dann macht es auch Sinn, hier rauszurennen und einfach noch zu speichern bei ihm, bevor wir da hingehen, oder? Jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. Guck mal, da können wir nachladen. Hier haben wir noch. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Okay, wir speichern einmal. Denn wenn das so ist, dass wir den durch irgendeine coolere Art killen können, dann gehe ich auch wieder zurück und dann machen wir es nochmal. Meistens, ne? Gut. Jetzt mal was zu finden. Gucken wir kurz, ob wir noch irgendwas bauen können. Dann die Schuss, die Schuss, die Schuss. Das ist eigentlich schlecht hier. Wir haben ja eigentlich vieles. Also wir haben auf jeden Fall Leben genug, wir haben das genug. Ja, wir lassen es einfach so. Lass es auch ankommen. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Der ist da hinten. Okay, 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 warte, ich hab eine Idee. Ah! Oh! Ich dachte, ich hätte eine Idee gehabt. Hab ich anscheinend nicht. Oh! Bin ich vorbei? Okay, er brennt. Oh. Oh nein. Halt mal, habe ich kein Leben mehr? Hier habe ich auch verkehrt gemacht. Also ich musste wahrscheinlich irgendwo hin. Ich musste garantiert irgendwo hin, damit wir ihn da irgendwie platt machen. Aber jetzt sparen wir jetzt ein paar Sachen. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich, wenn er so brennt und überhitzt, dann müssen wir was anderes machen. Das machen wir jetzt auch. Na, da waren wir schon dran. Mal gucken, wo da ist, der Heini. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Oh, lass ihn durch. Ah, der lässt mich noch nicht vorbei. Oh, lass ihn. Komm doch nicht vorbei. Oh, jetzt aber. Okay.
Alter, der blüht ja schon förmlich, der Typ. So. Oh, die Frage, wo er hinkommt. Oh. Okay, okay. Oh. Das sind Typen, die muss man den killen. Falsche Methode, ey, was muss ich denn machen? Also hitzt es schnell? Was können wir denn machen? Dann dampft das hier immer, ne? In diesem Ding. Was kann ich denn machen da, wenn das so dampft? Ja, irgendwas muss ja machbar sein dann. Hm. Oh! Na, ja, hat er mich wieder. Ich frage mich, was machen wir bei dem? Hm, das kann ja nicht sein, dass ich hier gerade vorhabe, oder? Gibt es irgendwas, wo man gegenrennen kann, was irgendwie komplett zerstört werden kann? Wow. Bis nie wieder. Okay. Das war tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gewartet. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber naja, gut. Er war zwar nicht super schwer, aber hatte schon ganz gut Wumms. Da natürlich auch wieder relativ viel Munition verballert, wie man sieht. Da haben wir noch was. Da noch was. Das habe ich gar nicht genutzt. Ärgerlich. Gibt es hier noch mehr, was ich finden kann, vielleicht? Ob unser Weg noch leichter wird? Anscheinend nicht. Weiß ich, liegt ja noch mehr wahnsinnig viel mehr Munition hier rum, aber ich sehe hier gar nichts mehr liegen. Da ist nichts mehr.
Wahrscheinlich hätte er hier ein paar Mauern kaputt gemacht, dann hätte man noch was gefunden. Man weiß es nicht. So, gehen wir hier rein. Okay, jetzt müsste er ja langsam mal checken, dass ich echt eine harte Nuss bin und mir nichts sagen lasse von ihm. Aber das interessiert ihn, glaube ich, gar nicht. Zigarre? Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts mehr als missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Das kranke Missstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamycin kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist diese Plage Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Interessante körperliche Eigenschaften? Ja, ich kann mir einfach eine Hand wieder rankleben. Was total dumm ist, aber... So, also ein bisschen Leben haben wir ja noch. Eventuell sollten wir uns noch hier ein paar Kavum-Geschosse machen. Boom. Hier von vielleicht auch ein bisschen was. Lieber davon. Genau. Ist eigentlich nicht so schlecht, so. Gut. Wir sind durch. Wundert sich schon, dass wir es überlebt haben, oder? Ich meine, müsste er sich wundern. Das andere wäre für mich ja abgefahren, wenn er jetzt sagt, okay. Hier auch. Huch, wo sind wir da? Mal hochgehen. Das ist kurz, wir müssen hier leider rüber. Ah, eine kleine Steuereinheit. Versuchen wir nochmal den Hebel. Ah, okay, jetzt mal endlich mal eine Etage höher. Oder wie sieht's aus? Ja. Schön ist was anderes, aber immerhin sind wir woanders. Okay, hier müssen wir gar nicht. Die Tür? Ja, okay. Ich habe gerade gefragt, wo ich hin soll. Irgendwas finden. Ich glaube, wir sind fast ganz oben, kann das sein? Ich höre zumindest Gewitter. Was ist da los? Ach, das ist er doch. Er kann sowas doch. Der Heisen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Bitte sehr. Und du bist mir im Weg. Cool ist er denn bitte sehr mit seinem... Wie er gerade runtergekommen ist, oder? Gemacht, wie ist er? Ich sag nicht, wie wir ganz unten im. Im Wasser gelandet, das geht doch noch. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg hoch. Das ist doch ein Witz! Er ist echt witzig, ich bin wieder ganz unten. Wie geil. Ist hier irgendwas, was ich einsammeln kann? Nee. Lass mal hier runtergehen. Das ist ja echt ein Witz. Naja, mit dem Fahrstuhl müssten wir relativ schnell wieder hochkommen. Wenn der Fahrstuhl noch funktioniert und Duke dann noch sitzt. Ah.
hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Auf jeden Fall. Gib mal den Schlüssel. Ja? Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose, scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Was hat denn da für eine geile Waffe gebaut? Also einen fetten Panzer da. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Mach ich schon die ganze Zeit. Der geilste bin. So, das Ding sieht cool aus. Zurück mehr. Aber ich guck noch schnell, ob ich irgendwas finde. Ja, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Und noch ein paar Teile einsammeln konnten. Guck mal hier. Hier zum Beispiel. Zwei Hilfe. Hier ist noch eine Kiste. Die machen wir noch mit. Okay. Brauchst du noch Kohle. Na gut. Da drüben noch irgendwas. Speichern können wir auch. Perfekt. Gut, Miranda. Dann sei gewarnt. Hier kommt. Hier komme ich. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Okay. Ach, er fährt automatisch. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn jetzt? Also, LT. BB ist blocken. Ziel. Ah, okay, gut. Weiter gecheckt. Los geht's. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Bist du auch angeschnallt? Der Eindruck. Ah, warte, geh weg! Verbloß das Horst schon!
Schieß nur! Deine Arme ist ab. Ohne Scheiße, schade, ich bin dein einziger Fan. Verneige dich vor meinem Stahlkörper. Dafür bin ich diesen verflüchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Kraft, die sie mir gibt. Arm ab, quasi. Ein Sohn hier im Buche steht. Stirb, als würdest du am Leben hängen. All die Jahre auf deine Fotos dieser Schlampe. Das war nicht gleich, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Ein süßes Töchterchen, der dir hält, noch stärker zu werden. Tick-Tock, Ethan. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Lange weg. Stirb, als würdest du am Leben. Quatsch. Sollen. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Quatsch, das ist mein Panther?
Fang meinen Panzer! Erst kill ich Miranda und dann greift Rose nach mir! Das fand er, glaube ich, nicht so gut. Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Das wirst du wohl nicht mehr schaffen. Technoschrott. Krasse Scheiße, ey. Das war ein cooler Kampf, oder? Team Alpha. Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Ah, da ist Rose. Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was. Oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Oh, Miranda. Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings... wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre... Ach Quatsch, sie ist auch die alte Oma gewesen. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Oh. Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter! Auf ewig verbunden im Blut. Hat sie einfach mal das Herz rausgerissen? Oder ist das vielleicht meine Galle? Ohne Galle kann ich ja leben. Also, ja, ich glaube, es war das Herz. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Ticke, 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 tick, 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 town. Heisenbergs Fabrik. Oh nein, das sagt nicht, die bauen Roboter aus mir. Geht so ein bisschen Richtung Uncool. Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung: Das Team und ich waren unachtsam. Gestern. Erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme.
Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Okay. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Kleine Plotwende, würde ich sagen. Die Wüste? Ich habe das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Gut, aber ich glaube, für heute machen wir hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir mit Chris weiter. Bis dann, tschüss.